Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die vielen Katzen im Tierheim Arche Noah haben im Moment wenig Vermittlungsglück, obwohl es gerade jetzt nötig wäre. Derzeit wird der Platz im Katzenhaus sehr knapp. Immer wieder kommen Fundtiere, zum Teil mit Nachwuchs. Auch unsere am vergangenen Freitag vorgestellten zwei Leidensgenossen haben leider keine Interessenten gefunden. Das schöne Kaninchen und Herr Saubermann, der Kater, warten dringend auf neue Menschen. Heute haben wir gleich zwei Fundkatzen vorzustellen. Als erstes kommt eine liebe Katzenmutter dran, die im Juni in Großfana gefunden wurde und die bis heute offenbar niemand vermisst. In der Arche Noah brachte sie ihre Jungen zur Welt und hat sich bis jetzt gut um sie gekümmert. Nun können die Kleinen vermittelt werden. Und auch die Katzenmutter sucht dringend ein neues Revier. Sie leidet unter dem Tierheimlärm und möchte so gern wieder in Freiheit leben. Die schöne schwarz-weiße Mieze ist eine ruhige, zahme Katze, die unbedingt ein Zuhause mit Freigang sucht. Sie wird auf ungefähr 2 Jahre geschätzt, ist also im idealen Katzenalter für einen Neuanfang. Mieze wurde im Tierheim kastriert und würde nicht für Nachwuchs für die Arche Noah sorgen. Vielleicht könnte sie auch mit einem ruhigen Kater zusammenwohnen. Sie hat ein ausgesprochen schönes Gesichtchen, was zum Streicheln und Schmusen auffordert. Weiterhin wird ein Kater, wahrscheinlich britisch Kurzhaarmischling, vorgestellt, der am 8. September in Hohenkirchen gefunden wurde. Er ist ein unkastrierter Revierkater, der wahrscheinlich seine Brautschau zu weit ausgedehnt hat und nicht gleich wieder nach Hause fand, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Auch der Kater wird auf ungefähr 2 Jahre geschätzt. Das Morde ist sehr zugänglich und lieb zu Menschen. Die Tierheimleiterin hofft, dass der Gestrandete auf diesem Weg erkannt wird. Mit seinem Freiheitsdrang leidet auch dieses Katerchen sehr unter den verriegelten Türen. Falls sich kein Besitzer meldet, soll der Schöne auch ganz schnell wieder ein neues Revier zum Herumstreifen und Jagen bekommen. Ein Stubenkater nämlich würde aus dem großen Schwarzen niemals.